Wie funktioniert die LTE-Datenübertragung? Die Option LTE-GPS beim Smart Memo bietet die Möglichkeit, die fertigen PDF-Berichte nach einer abgeschlossenen Prüfung direkt auf bis zu 3 E-Mail-Adressen zu verschicken. Hierzu muss in den Einstellungen unter LTE-Einstellungen die E-Mail-Adresse entsprechend hinterlegt werden. Hier können bis zu 3 gleichzeitig hinterlegt werden. Über das Touch-Display können die E-Mail-Adressen sehr einfach eingegeben werden. Als Beispiel für die Versendung von LTE-Berichten nutzen wir den Menüpunkt Druckprüfung frei extern. Nach einer abgeschlossenen Prüfung kann man über den Menüpunkt Option die Daten per LTE verschicken. Somit sind die Messdaten der Prüfung direkt als PDF digital verfügbar.